Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem ID-Kanal. Heute reagieren wir auf Weiße Eule und zwar 10 riesige Kreaturen, die von Kameras eingefangen wurden. Und auf dem Thumbnail, Leute, ist Siren Head und da bin ich doch mal sehr gespannt, ob Siren Head gesichtet worden ist oder nicht. Wir schauen uns das an, Leute. Mysteriös, wir lassen es richtig spooky werden. Ich mache jetzt, Leute, ich mache schon mal die Stimmung ein bisschen an. So, machen wir hier die Stimmung ein bisschen. Ja, so. Okay, let's go, Leute. Ein bisschen rot hier für die Stimmung haben. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Die Erde, auf der wir leben, existiert schon sehr lange und wurde früher von riesigen Tieren bewohnt. Die Tatsache, dass wir noch viele... Stell dir vor, so vor den Dinosauriern gab es einfach Siren Head. Orte zu erforschen haben, könnte darauf hindeuten, dass es dort draußen noch immer Kreaturen gibt, die wir noch nicht gesehen haben und die vielleicht noch immer existieren. Wir haben also nachgeforscht und 10 riesige Kreaturen gefunden, die aufgenommen wurden. Wir überlassen es dir, ob du glaubst, dass diese Kreaturen existieren oder nicht. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Im März 2016 lud ein YouTube-Nutzer namens Penplate ein Video über eine mysteriöse Kreatur in der englischen Themse hoch. Okay, in London? Alles klar. Als er eine Fahrt mit der Seilbahn der Emirates Airline... Wait a second. Seit wann gibt's eine Seilbahn? London, was ist da passiert? Mit Blick auf die Stadt machte, sah er plötzlich, wie sich etwas im Wasser bewegte. Oha! Er griff schnell zu seinem Smartphone und begann es zu filmen. Leider gibt es nicht viel zu sehen, aber die weite Entfernung zeigt, dass es ein großes Wesen sein könnte. Seitdem versuchen Leute im Internet herauszufinden, was es war. Vielleicht war es ja das Loch Ness Monster. Aber es darf nicht sein, ich glaube, das muss ja in Schottland oder Wales sein, ne? Einige denken, es war nur ein Wal oder ein U-Boot. Andere sagen, es könnte das Monster von Loch Ness sein. Das würde bedeuten, dass es von Schottland in englische Gewässer geschwommen ist. Ja. Es scheint, als hätte... Und das ist ein großes Tabu, der darf nicht Schottland verlassen, die werden dafür nicht sorgen. ...hätte die Kreatur eine Art Stachel aus seinem Rücken, aber niemand spricht darüber. Leider sehen wir es nur für einen Moment und es verschwindet ziemlich schnell im Wasser. Was war es deiner Meinung nach? Nummer 9. Das folgende Video wurde erstmals im Mai 2014 auf dem YouTube-Kanal Video News Viral hochgeladen. What the hell, Alter, was war das? Ey, habt ihr es gesehen? Wenn man dem... Habt ihr das hier gesehen? Guck mal. Das ist so eine richtige Blase. Mai 2014 auf dem YouTube-Kanal Video News Viral hochgeladen. Wenn man dem Titel Glauben schenken darf, kämpft die Luftwaffe der US Army gegen ein riesiges außerirdisches Monster in der Wüste in der Nähe von Durango, New Mexico in den Vereinigten Staaten. Das Video beginnt mit zwei amerikanischen Soldaten, die beobachten, wie das außerirdische Monster von einem ankommenden Militärflugzeug zerstört wird. Nach Ansicht vieler Menschen sieht die Kreatur aus wie eine Art Qualle, während andere sagen, dass sie gerade neue Technologien testen. Laut dem ursprünglichen Uploader wurde das Video zuerst von YouTube entfernt. Er glaubt also, dass es sich um eine Geheimoperation handelte, bei der ein Außerirdischer die Wüste von New Mexico unsicher machte. Also es gibt zwei Fälle. Wenn YouTube das wirklich gelöscht hat, gibt's... Also es hat nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Aber wenn es ein Copyright Strike war, warum? Da ist schon was dran. Aber es sieht ein bisschen aus wie ein Heißluftballon. So... der vielleicht am Brennen ist. Ein brennender Heißluftballon. Das könnte es sein. Ein staubiger, brennender Heißluftballon. Eine Geheimoperation handelte, bei der ein Außerirdischer die Wüste von New Mexico unsicher machte und der amerikanischen Luftwaffe befohlen wurde, es zu zerstören. Leider ist das die einzige verfügbare Information. Krass. Nummer 8. In diesem Video, das im Juli 2008 hochgeladen wurde, sehen wir ein seltsames Monster oder Tier, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Laut dem Mann, der es gefilmt hat, wäre es ein Hodak gewesen. Ein Hodak ist in der amerikanischen Folklore als fleischfressende Bestie mit Stacheln auf dem Rücken bekannt. Dieses Ungeheuer soll erstmals 1893 in den bewaldeten Gebieten von Rhinelander, einer Stadt im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin, entdeckt worden sein. Die Bestie hatte den Kopf eines Frosches, das Gesicht eines Elefanten und riesige Krallen wie ein Dinosaurier sowie einen langen Schwanz und Stacheln auf dem Rücken. Die Gruppe von Einheimischen hätte Stunden gebraucht, um es zu fangen. Und über das Foto mit der Geschichte wurde sogar in der Zeitung berichtet.
Der Hodeck konnte bis zu 2 Meter lang werden und hatte einen schrecklichen Schmutzgeruch. Einigen Leuten zufolge würde er immer noch in den tiefen Wäldern umherwandern. Boah, stell dir vor, ihr trefft so ein Ding, ey. Boah. Nummer 7. Das folgende Filmmaterial soll im November 2016 gedreht worden sein. Wir sehen eine riesige Kreatur, die sich am Himmel über Peking, China, bewegt. Laut dem ursprünglichen Uploader Section 51 wurde dieses Ereignis von den chinesischen Behörden unterdrückt. Die Medien durften nicht darüber sprechen und auch die internationalen Nachrichten haben es nicht aufgegriffen. Die riesige Kreatur scheint nicht aggressiv zu sein. Aber jetzt stellt euch mal vor, das wäre real. Da würde die chinesische Regierung auch wirklich alles dran setzen, dass das ein, ja, Geheimnis geblieben ist oder so. Man würde den Leuten drohen, dass sie das nicht weitererzählen oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass es real ist, der Clip. Aber nehmen wir mal an, das wäre eine plausible Vorgehensweise. Aber chinesische Forscher glauben, dass sie außerirdischen Ursprungs sein könne. Diesen Forschern zufolge würden die Außerirdischen einen Teil Chinas als Basis benutzen. Ja. Wenn wir uns das Filmmaterial ansehen, sehen wir mehrere Militärhubschrauber, die um das Riesending kreisen. Was könnte es deiner Meinung nach gewesen sein? Es ist durchaus möglich, dass es sich um eine Animation handelt, die geschaffen wurde, um die Menschen zu erschrecken. Aber was, wenn es eine außerirdische Bedrohung war? Dann hätte er doch was gemacht, wenn er Nummer böse 6. Wäre. Die nächste Kreatur. Jetzt kommt Siren Head, Leute. Ich bin so gespannt. Tour auf dieser Liste ist Siren Head. Eine humanoide Kreatur mit einer seltsamen Erscheinung und 2 Lautsprechern auf dem Kopf, aus denen Töne herauskommen. Diese Kreatur ist in den letzten Monaten bei mehreren Menschen, die sie auf der ganzen Welt gesehen haben, besonders beliebt geworden. Wenn du den Klang des Sirenenkopfes hörst, solltest du besser weglaufen. In manchen Fällen ist das Geräusch so laut, dass es dein Gehör schädigen könnte. Der Siren Head kann also sehr gefährlich sein, denn zusätzlich zu den Geräuschen, die er auf den Lautsprechern auf seinem Kopf erzeugt, kann er sich auch tarnen und Geräusche imitieren, um seine Beute anzulocken. Im März 2020 wurde in Australien eine Sirene gesichtet. Schau selbst. Ja. Das ist technisch schon so schwach gemacht, weil, guckt euch mal die Wellen an, wie flüssig die laufen und dieser Siren Head da hinten, der ruckelt so. Das passt ja nicht zusammen. Diese Sichtung sieht ziemlich gruselig aus, aber die Bewegung seiner Arme und Beine ist etwas ruckartig. Vielleicht hatte die Kreatur Probleme mit seinen Beinen. Genau, okay, dann nehme ich alles zurück. Vielleicht hätte die einfach Krämpfe gehabt. Vielleicht hatte Siren Head einfach nur ein paar Krämpfe gehabt. Und deswegen kann er sich nur so bewegen. Genau, so. Er weiß, der Mann, dem es gelungen ist, es einzufangen, konnte es auch nicht glauben und lief schnell weg, nachdem er die Aufnahmen gemacht hat. Nummer 5. In diesem Video sehen wir einen riesigen, spinnenartigen Außerirdischen, der irgendwo im Südwesten Russlands auf ein Gebäude klettert. Ein Mann wachte früh am Morgen auf und als er aus dem Fenster schaute, sah er etwas in den Büschen unter ihm herumspazieren. Er schnappte sich schnell seine Kamera und das hat er eingefangen. Ein riesiges Spinnenmonster mit 4 langen Beinen. Als das Video zum ersten Mal hochgeladen wurde, waren viele Zuschauer sehr verängstigt und dachten, es könnte sich um eine Invasion von Riesenspinnen handeln. Übrigens ist das nicht das einzige Mal, dass so etwas von einer Kamera eingefangen wurde. Im folgenden Video sehen wir eine Spinnen- oder stockähnliche Kreatur, die irgendwo in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau auf ein Gebäude klettert. Die Leute, das ist ja genau die gleiche Kreatur. Die sich dazu geäußert haben, denken, dass die Slenderman sein könnte. Die Meinungen darüber sind geteilt. Obwohl einige Leute glauben, dass diese Kreaturen wirklich existieren. Andere glauben, dass sie mit Hilfe von Animationen geschaffen wurden. Boah, jetzt nehmen wir mal an, es würde wirklich sowas passieren. Jetzt passiert sowas, ne? Es kommt eine Invasion. Wir würden es alle nicht glauben, oder? Wir würden die Videos sehen und wir würden es nicht glauben. Wir würden es so lange nicht glauben, bis wir ein Live-Video haben von irgendeinem TV-Sender. Ansonsten würden wir das nicht glauben. Selbst wenn dann ein Video gemacht wird. Wir würden es nicht glauben, oder? Nummer 4. Heute ist es allgemein bekannt, dass nicht identifizierte Flugobjekte regelmäßig am Himmel beobachtet werden. Viele Beobachtungen entpuppen sich später als Naturphänomene, aber ein kleiner Prozentsatz davon bleibt unerklärlich.
Im folgenden Video, das angeblich 2016 entstanden sein soll, sehen wir einen Mann, der aus dem Fenster des Flugzeugs schaut. Während seines Fluges nach Sambia sieht er etwas in der Ferne und beschließt, sich sein Handy zu schnappen, um es zu filmen. Irgendwann scheint es sogar näher zu kommen und wir können sehen, dass es sich um eine riesige außerirdische Kreatur handelt. Jo. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Ja, ist doch völlig klar, was das war. Superman war das. Aber es scheint... Oder es ist Silver Surfer. ...aus einer anderen Welt zu kommen. Doch könnte es auch eine Fälschung gewesen sein. Was meinst du? Lass es mich unten wissen. Das war Superman. Das wissen Nummer 3. Im folgenden Video sehen wir eine riesige Kreatur, von der die Leute glauben, dass sie ein Godzilla-artiges Dinosauriermonster mit 3 Stacheln auf dem Rücken ist. Es besteht die Chance, dass es sich um eine Fälschung handelt, aber ich konnte das Originalvideo nicht finden, also ist das alles, was wir haben. Godzilla sieht anders aus, aber... Das Godzilla-ähnliche Monster scheint in einem abgelegenen Gebiet von der Kamera eingefangen worden zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wo genau. Wäre es echt gewesen, dann hätten es wahrscheinlich viel mehr Menschen gesehen, denn ich glaube nicht, dass es schwer ist, die Kreatur auszumachen. Glaubst du, dass Godzilla real ist oder existiert er nur in Filmen? Ja, also, er hat schon recht Nummer gehabt. Nummer 2. Das nächste... Bei sowas bin ich aber schon eher sensibler. Also bei Trollen, Bergtrollen hier, Bigfoot oder sowas... Wenn man das so Clips sieht, oder gruselige Gestalten bei Nacht. Foto soll im Dezember 1942 von der Besatzung der amerikanischen Luftwaffe während eines RAF 300 Aufklärungsfluges aufgenommen worden sein. Das Foto wäre der legendäre norwegische Bergtroll, der eines Tages einen Spaziergang durch die nebligen Wälder machte und hoffte, dass ihn niemand bemerken würde. Betrachten wir die Geschichte der Mythologie. So erzählen uns verschiedene Kulturen, dass es einst gigantische Riesen gab. Sogar die christliche Bibel bezieht sich auf Riesen, also wer weiß, diese Riesen mag es in der Vergangenheit gegeben haben, aber wenn es sie gegeben hat, dann wahrscheinlich nicht mehr, sonst hätten wir sie schon vor langer Zeit gefunden. Das Foto von 1942 könnte also aus einem alten Film stammen und möglicherweise gefälscht sein. Die Geschichte, die dazu erfunden wurde, lässt einen schon nachdenken. Ja, mal gucken. Jetzt, was passiert? Nummer 1. Auf das folgende Video stieß ich mehrere Male, als ich zu den Riesenkreaturen forschte. Einigen Leuten zufolge handelt es sich dabei um die Cthulhu-Kreatur. Eine riesige Kreatur, die vor Millionen von Jahren in den großen Ozeanen lebte. Das Video aus dem Jahr 2017 könnte also beweisen, dass der Cthulhu immer noch existiert. Aber stell dir vor, du siehst eine solch gigantische Kreatur im Ozean auftauchen, dann wärst du wahrhaftig schockiert. Ich glaube, es hätten noch viele andere Nachrichtenagenturen darüber geschrieben, wenn die Kreatur real gewesen wäre. Oder vielleicht auch nicht? Glaubst du, dass diese Kreaturen existieren oder bist du jemals einer seltsamen Kreatur begegnet? Lass es uns wissen als Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Genau, dann gib den Daumen nach oben, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, Leute, als nächstes werden wir uns mal das andere Video anschauen. 10 Momente, die du nicht glauben würdest, wenn sie nicht gefilmt worden wäre. Das werden wir uns dann später mal angucken, Leute. Nächstes Mal werde ich mir schon mal abspeichern. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Ich muss sagen, es gibt die eine oder andere Kreatur, wo ich wirklich glaube, ja, da gibt es mehr dahinter. Bei Riesenkreaturen bin ich da aber ein bisschen skeptischer, weil es würden viel mehr Leute darauf aufmerksam werden, wenn man sowas sieht. Ja, diese riesigen Kreaturen, das kann man auch nicht verdecken. Wenn es ein Bigfoot ist oder sowas, das kannst du super leicht vertuschen von den Nachrichten. Also, ja, ich hoffe mal, Leute, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.